Herzlich willkommen bei Autark, das E3-DC-Magazin. Heute kommen wir nicht als Magazin, sondern als Talkshow daher. Ich habe mir extra für diese Sendung mit meinen tollen Gästen ein neues Sakko gekauft. Normalerweise ist Herr Dr. Piepenbrink immer besser angezogen als ich. Herr Dr. Piepenbrink, wie gefällt Ihnen mein neues Sakko? Ja, daran kann man sehen, E3DC ist ja Sponsor meiner Sendungen auch. Das geht also jetzt auch kleidungstechnisch durch die Sponsoreneinnahmen steil mit mir bergauf. Am Tisch haben wir Herr Dr. Piepenbrink, eigentlich das Beste, was Deutschland zu bieten hat, die mittelständische Wirtschaft der Energiewende. Genau. Oder wie die CDU immer sagt, die, die den Karren ziehen. Ja, die Energiewende wird in Deutschland nicht gemacht von den Konzernen, sie wird von den mittelständischen Unternehmen gemacht. Das sind die Trigger der Energiewende. Bis dato ist das so, ja. Die Großkonzerne machen Offshore-Windparks und die Mittelständler bringen die Energie für den Bürger voran. Oder die großen Konzerne haben Schwierigkeiten, überhaupt so etwas wie Energiewende zu machen, weil für die ist das gar kein Zukunftsgeschäft. Naja, RWE, E.ON brechen auseinander, die definieren ihre Zukunftsgeschäfte neu. Aber ich sag mal, der Kraftwerkspark, der jetzt so langsam ausgeschaltet, abgeschaltet oder umgebaut wird, ist der Treiber für die Energiewende, Aufstellung der Unternehmen, aber die Energiewende ist noch nicht bei den Konzernen angekommen. Sie kommt halt im privaten Investitionsbereich stärker an als im industriellen Bereich. Ja, die Energiewende hat auf alle Fälle neue Akteure und neue Akteure sind in der Innovation die mittelständischen Unternehmen. Wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, Energieversorgung 2040 in Deutschland, wie sieht das eigentlich aus? Wissen Sie, wir haben ja immer gedacht, wir haben 30% regenerative Energie im Netz, der Rest, der ergibt sich schon so, bald haben wir 40, bald haben wir 50%. Eigentlich haben wir Befürworter der erneuerbaren Energie geglaubt, das Ding haben wir schon im Sack. Mitnichten ist es so, es gibt politische Novellen, in der es Schwierigkeiten gibt. Wir sind vom reinen Einspeisemodell zum Ausschreibungsmodell gekommen. Es gibt also wirklich Widerstand, auch politischen Widerstand gegen die Energiewende. Trotzdem sind die Zeichen der Wende unübersehbar und wie wir die Energieversorgung 2040 schaffen können, wie die Märkte sich entwickeln, das wollen wir heute hier in der Sendung behandeln. Wir teilen diese Sendung in drei Teile auf. Heute der erste Teil, der zweite, dritte Teil, den senden wir dann später. Und ich freue mich ganz besonders, Jörn Bohain hier bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Sie sind Chef von, wie der Name schon sagt, Hein Konzept Vertriebsconsulting. So, und wenn man Ihre Unternehmensbeschreibung liest, was Sie machen, dann ist das so, dass er das anbietet, was die Unternehmen machen sollten, aber in der Regel nicht tun. Ich lese das mal kurz vor. Ja, Sie machen Vertriebsberatung aus der Praxis, Aufbau von Vertrieb und Weiterentwicklung bis zum Key Account und bis zum Key Account Management System, speziell im Bereich Photovoltaik und Speichersysteme. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt der mittelständischen Wirtschaft. Wir haben die gerade so gelobt. Die haben Innovationen, die haben gute Produkte, aber wenn es dann daran geht, den ganzen Kram auf den Markt zu geben, dann fehlt das Geld, die Power und der Inventor selber ist ganz oft nicht in der Lage, wirklich das dann in den Markt zu bringen. Und dann greifen Sie ein. Ja, vielen Dank, Herr Ferenczky. Das ist genau der Punkt. Ich habe mich darüber geärgert, dass der Vertrieb immer da stockt, wo eigentlich, sagen wir mal, die Leute es den Leuten erklären müssten. Und die großen Unternehmen, ich darf dazu sagen, ich durfte einige sehen, die haben so lange mitgespielt, solange das EEG das ganze Thema noch sehr gut finanziert hat und bezahlt hat. Und später, als dann im Prinzip die kleineren und die mittelständischen Unternehmen, viele Installateure, den Leuten das nahebringen sollten, was eigentlich Energiewende bedeutet, was eigentlich bedeutet Autarkie, das sind ja alles neue Worte für viele Menschen. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist etwas, was man, wo ich gut unterstützen kann mit vielen Jahren Vertriebserfahrung, aber auch kommen von großen Unternehmen. Also ich weiß, wie die innen ticken. Ich habe gleich eine Frage. Also wenn ich mir die Unternehmen angucke, die so etwas wie Energiewende machen, die das auf dem Markt anbieten und Sie, die bei dem Vertrieb unterstützen sollen, die Margen, mit denen die arbeiten, für so ein Photovoltaikmodul, ja, oder für Herr Dr. Piepenbrink, Hauskraftwerk, Speicher. Dieser Teil der Wirtschaft, der arbeitet, habe ich immer den Eindruck, mit viel zu geringen Margen. Wie sehen Sie das? Hängt von der Stufe in der Wertschöpfungskette ab. Der ordentliche Installateur hat durchaus seine Marge noch, macht eine gute Beratung und lehnt auch Geschäfte ab, die ihn wirtschaftlich gefährden würden. Wie kommt es eigentlich zu dieser Positionierung, dass die Margen gering sind? Wir haben immer noch sehr viele Unternehmen, die aus dem Sektor stammen. Es wurde alles gefördert, es wurde alles bezahlt und da war der Konkurrenz
Kampf so hoch, dass die Produktgüte weniger zählte, aber der Preis eben eine Rolle gespielt hat. Sie können heute in Amsterdam ein Standardmodul kaufen von irgendeinem Hersteller in der Welt für etwa umgerechnet 35, 36 Euro Cent pro Watt Peak. Zum Vergleich, wir lagen vor noch nicht einmal 10 Jahren beim Zehnfachen des Wertes. So, für diese 38 oder 36 Cent kann auch ein asiatischer Hersteller das Ding nicht bauen. Es wird also irgendwo quersubventioniert von irgendwelchen großen Konzernen. Nicht in Deutschland, nicht in Europa. Nun haben viele Unternehmen die Bundesregierung kennengelernt. Dadurch, dass es Gesetzesänderungen gab, gab es große Schwierigkeiten. Es gab große Einbrüche. Die Unternehmen haben ihr Standardgeschäft eben gar nicht machen können und haben dann eigentlich versucht, andere Vertriebskanäle zu finden, das aufzumachen. Für viele war es aber viel zu spät, wirklich zu gucken, wo kann ich den Markt aufmachen. Vor allen Dingen, wenn man die großen Player sieht, die in der Anfangszeit dabei waren, dann sind das alles keine Kerngeschäfte gewesen. Es gibt große Ölgesellschaften, die sich plötzlich im regenerativen Fahrwasser gesehen haben. Es gibt multinationale und multiglobale Unternehmen, die aus der Elektrotechnik stammen, die plötzlich mitgespielt haben. Und die haben das genau so lange gemacht, bis der Markt eben die Margensituation oder die Ergebnisrechnung eben nicht mehr hergegeben hat. Und haben sich dann, wie auch ein großer Glashersteller aus Mainz, dann plötzlich wieder auf das Kerngeschäft Glas zurückgezogen. Anstatt den Kampf aufzunehmen und zu sagen, wir müssen politisch überzeugen, sowieso, das können die großen Konzerne viel besser als ein kleiner Handwerker oder ein mittelständisches Unternehmen wie die E3DC. Heute müsste man die Mittel haben, die früher da waren, um den Leuten in der Straße zu erklären, was sie eigentlich mit der Energiewende, was das für sie selbst bedeutet, was sie tun könnten. Der kleine Installateur, der tut sich einfach schwer, mit großen Werbebudgets umzugehen. Der hat das Geld im Grunde genommen nicht oder kann es dafür nicht einsetzen. Wir sind ja autark, das E3DC-Magazin, und eigentlich hat es E3DC schlecht getroffen. Es ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, relativ klein, 60 Mitarbeiter. Es muss den Markt bearbeiten, es muss den Markt aufmachen, es muss erstmal erklären, was ist das Produkt. Und es muss dann auch einen Support anbieten, der zumindest bundesweit ist. Eine gewaltige Aufgabe für die mittelständischen Unternehmen, fast nicht leistbar. Es ist vor allen Dingen mit einem Produkt am Markt, was bisher nicht nachgefragt wurde. Das heißt also, wir haben zwei Probleme. Wir brauchen ein sehr gutes Produkt, wir brauchen außerdem einen Support, sonst kauft der Kunde heute nicht. Der Kunde in der Straße möchte ein ganzheitliches Produkt haben und er möchte das Gefühl haben, dass er mit einer Anhängerkupplung investiert. Er möchte morgen auch noch was mit dem Produkt weitermachen können. Zweiter Punkt ist, dass die Energiewende, jetzt muss man ja gar nicht nur über die Bundesrepublik nachdenken oder ohne das EEG hätte es die PV-Entwicklung in Europa und auch global so nicht gegeben, das muss man schon mal sagen. Also dieses EEG vom Ansatz her, diese ganze Geschichte, ist dann nur hinterher falsch gemanagt worden, weil das kein Thema für Legislaturperioden ist, sondern ein Generationenvertrag. Und das heißt, die Eingriffe, die es im EEG gegeben hätte, hätte man anders steuern können. Nicht 20 Jahre lang Einspeisevergütung, sondern einfach den Betrag anpassen an die Kostensituation. Und so ein Thema E3DC mit einem Speicher, muss man ganz klar sagen, wie soll eine Frau Müller, ein Herr Schneider in der Straße erkennen, dass er einen Speicher braucht? Er hat eigentlich keine Chance. Liebe Unternehmer, Sie können Jörn Bohain persönlich anrufen, Sie können sich Beratungsstunden geben lassen oder jetzt kostenlose Tipps für Ihren Vertrieb entgegennehmen. Was machen die denn, die Mittelständler, jetzt? Wie sollen sie denn vorgehen? Fleiß schlägt Talent, das gilt auch im Vertrieb. Und das heißt also, man muss sich im Vertrieb am Markt bewegen. Wer verkaufen will, muss in den Markt. Das heißt, mit sehr viel Fleiß tatsächlich Veranstaltungen machen, Veranstaltungen planen, Leute einladen, auf Multiplikatoren Informationen setzen. Es ist tatsächlich so, dass viele, viele Unternehmen aus der alten Zeit immer noch meckern, bei uns ruft ja niemand mehr an. Ja, die Frage ist, was ist denn vor dieser Zeit gewesen eines selbstbezahlten, selbstfinanzierten EEGs? Der Tipp ist, dass man sich seinen Markt erstmal zurechtlegt. An wen möchte ich eigentlich verkaufen? Möchte ich das in Konkurrenz überall mit allen Mitbewerbenden tun oder segmentiere ich meinen Markt? Und dann gucke ich mir an, welche Sättigungen gibt es da, welche Aktivitäten muss ich machen? Wenn ich eben keine große Werbekampagne fahren kann mit enormem Streuverlust, dann muss ich in den Markt hineinlaufen. Das ist ein ganz altes Gesetz. Und das funktioniert heute, denn solche Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Internet hin und her, wir nutzen es alle. Auch solche Plattformen hervorragend für die Informationsgestaltung. Der Kunde weiß mehr, aber bedient werden möchte er nicht vom Computer, sondern vom Menschen.
Oh, doofe Tipps, hört sich total anstrengend an, hört sich nicht nach viel Spaß an, nur nach Schweiß und Tränen. Einer, der Schweiß und Tränen durch die ganze Energiewende durchgetragen hat, ist Anton Wissing von B&W Energy. Ihm und seine Firma kenne ich und ihnen gehört auch meine persönliche Bewunderung für die ganze Energie, mit der sie das Ganze wirtschaftlich und auch politisch vorantragen. Sie wissen eigentlich, wie schwer das Geschäft mit der ganzen Energiewende läuft. Und wenn wir über Energieversorgung 2040 reden, dann müssen nicht nur die kleinen Häuslebauer dazukommen, sondern auch die Unternehmer müssen das auch selber machen. Sie treten auch an Unternehmer ran. Was kriegen Sie denn für Resonanzen, wenn Sie sagen, hey, tut mal was? Ja, also in der aktuellen Zeit ist es etwas schwieriger wie vor einigen Jahren. Wurde ja vorhin schon dargestellt mit alleinige Treiber durch das Erneuerbare Energiengesetz. Wir spüren aber doch immer mehr Interesse, ob jetzt bei Privatleuten oder auch bei Unternehmen, die jetzt auch das Thema Eigenversorgung für sich erkennen und auch das Potenzial dort drin sehen. Weil bei den meisten Unternehmen, wir reden dann meistens von auch Mittelständler wieder, die ein freies Dach haben, die bisher gar nicht drüber nachgedacht hatten, dort etwas zu machen, können sie doch ihre Energiekosten bis auf 50% oder auch mehr reduzieren. Und von daher ist es auch gerade für die Unternehmer sehr, sehr interessant. Sie können heute durchaus für 7 Cent die Kilowattstunde Strom selber erzeugen und müssten ansonsten, ich sag mal, im gewerblichen Bereich hat man 16 bis 22 Cent netto, die man sonst bezahlen muss, wenn man die Energie kaufen muss. Und von daher ist es eigentlich sehr interessant heute auch für Unternehmen. Anton Wissing hat das gemacht, was gerade vorgeschlagen wurde, selber rausgehen. Er hat einen kleinen Film mit uns zusammen produziert über Energiewende für Unternehmen und wir schauen uns einen kurzen Ausschnitt davon einmal an. Mit Anton Wissing und René Busch habe ich in Haltern am See eine Verabredung. Nordrhein-Westfalen ist für mich nach wie vor ein beeindruckendes wirtschaftliches Powerzentrum der Bundesrepublik. Mit dem Elektroauto schaffen wir es, die Energie, die wir durch erneuerbare Energien einfangen durch Wind- und Solarenergie, dann auch fürs Auto nutzen zu können. Von daher ist Elektromobilität ein Muss für eine Energiewende. Anton Wissing lässt fahren, denn der Tesla hat ein Assistenzsystem. Wir fahren erst einmal tanken. Früher ging es dafür an fürchterliche Zapfsäulen, wo man hinterher massenhaft Euroscheine zücken musste. Getankt wird bei der Energiewende an anderen Orten. Ganz oft auch noch kostenlos. Metacon hat einen Strombedarf von 270.000 Kilowattstunden, die teuer für 19 Cent pro kWh eingekauft wurden. Das hat sich geändert. Die eigene Anlage auf dem Dach produziert die Kilowattstunde für nur 7,7 Cent. 181.000 Kilowattstunden produzieren die Module jährlich. Und das ist jetzt einer Ihrer Hauptverbraucher hier, so ein Ja, Laser. Das ist unsere energiereichste Maschine hier. Was schluckt der denn? 90 kW. Pro Stunde? Pro Stunde. 90 Kilowattstunden? 90 Kilowattstunden. Und hat sich jetzt dadurch, dass Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, das Nutzungsverhalten mit der Maschine verändert? Wir lasten sie tagsüber mehr aus. Die Sonne scheint ab 6 Uhr. Wir haben die Anlage auch so ausgerichtet, die PV-Anlage, dass wir ab 6 Uhr die Sonnenstrahlen schon bekommen. Und nutzen sie dann bis 4 Uhr, 5 Uhr abends und dann läuft sie alleine. Von der Jahresproduktion an Strom kann Metacon 63% auch gleich selber verwenden. Den Rest speist man für 11,1 Cent pro kWh in das Netz und verdient damit Geld. Zu 42% versorgt sich der äußerst energieintensive Betrieb selber mit Strom und nach 9 Jahren ist die Anlage abgezahlt. Danach gibt es die Energie, bis auf die Aufwendung für die Wartung, umsonst. Trotzdem zögern viele Betriebe, es Metacon gleich zu tun. Also 7 bis 9 Jahre haben wir gerade im Film gesehen, dauert das, bis sich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach amortisiert hat. Jetzt würde man sagen, okay, Sie brauchen Unternehmer, denen Sie das Ganze erklären können und dann wird in die Bude eingerannt. Aber so ist das nicht. Ja, die Bude wird nicht eingerannt. Wir hatten es gerade schon gehört, der Vorredner hat es dargestellt, es ist sehr viel Fleißarbeit. Mit dem, wo wir uns auch engagiert haben mit dem Film oder auch mit Veranstaltungen, mit Kinovorträgen, mit anderen Abendveranstaltungen, mit zum Beispiel E3DC, versuchen wir, die Kunden
einzuladen und dafür zu gewinnen, doch selber das Ganze zu gestalten. Also es ist sehr viel Fleißarbeit, das stimmt, aber das Interesse steigt, muss man sagen. Wie ist denn eigentlich die Quote? Wenn Sie 10 Leute ansprechen, wie viel schließen ab oder 100? Wie viel brauchen Sie, damit einer zuschlägt? Wir haben eigentlich schon immer über die Jahre, ich sag mal, im Schnitt rund ein Viertel, 30%, wo wir wirklich aktiv werden, dass sie auch anschließend unterschreiben. Peter Burkhardt ist bei der Sonnenplan GmbH, er ist Energiearchitekt als Überbegriff genannt, also die Leute, die das integrativ alles produzieren. In Zeiten der Energiewende, in Zeiten der schwierigen Energiewende, hat er einen Personalbestand von 40 Leuten. Das ist sehr beeindruckend. Und wenn Sie seine Webseite sich angucken, dann können Sie auch schon sehen, wie integrativ er denkt. Er hat die Webseite, wir blenden sie gleich mal ein, unterteilt in Team Photovoltaik, Team Heizung, Sanitär, Team Dach, Team Innenausbau. Also alles zusammen. Herr Burkhardt, was lässt sich denn heute verkaufen an Energiewende, an die Leute? Also unser Ansatz ist der ganzheitliche Ansatz. Photovoltaik alleine, das war früher in meinen Augen nach dem Motto rauf aufs Dach, was geht, ne? Einspeisen und nach mir die Sintflut. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Ne? Eine Photovoltaikanlage alleine ist langweilig, ne? Weil ich muss ja die Frage beantworten, was mache ich denn mit der eigenerzeugten Energie? Ne? Und das war auch die Frage, wo wir uns irgendwann mal gestellt haben, wie mit dem ganzen politischen Rauf und Runter wir einfach selbst so genervt waren, dass wir gesagt haben, okay, wir erklären jedem, wie man sich unabhängig macht, ne, und wir selbst sind abhängig von der Politik. Ne? Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir? Und sind einfach drauf gekommen, okay, wir müssen den Leuten erklären, was mache ich mit der selbst produzierten Energie? Ne? Und die Antwort ist ja klar, wir brauchen Energie, wir brauchen Licht, wir brauchen Backöfen, wir brauchen Heizung, wir brauchen Warmwasser. Ne? Und insofern ist die Antwort klar, ich produziere meine Energie selbst, mache da draus mein Warmwasser, heize damit, mache da draus mein Licht. Ne? Und weil ich, weil die Sonne halt über Tag scheint und nachts nicht, dann brauche ich halt noch was, wo ich dann das für die Nacht speichern kann. Und das war der Punkt, warum dass wir einfach diesen ganzheitlichen Wege gegangen sind und warum wir jetzt auch die ganzen Dinge miteinander vernetzen. Sie sind regional größter Anbieter von Solarstromanlagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Sie machen für Neuanlagen, für Neubauten und für Bestandsanlagen. Aber das ist ja eigentlich auch relativ deprimierend, wenn wir eigentlich sehen, was wir für einen riesigen Altbestand haben. Und das muss alles noch gemacht werden, damit wir überhaupt mal in die Reichweite kommen, unseren Primärenergieverbrauch so ein bisschen zu senken. Denn ich kenne kein Konzept, das werden wir später in der Sendung noch haben, in einem späteren Teil, dass wir mit unseren Verbräuchen schätzungsweise um 50% runter müssen, zumindest im Primärenergiebereich, nicht im Stromsektor, aber im Primärenergiebereich. Da stehen wir ja noch ganz am Anfang. Ja, so ist es. Das Potenzial ist riesig. Und ich habe irgendwann wo quasi der Photovoltaikmarkt zusammengebrochen ist, habe ich mir auch überlegt, okay, wie ist denn da jetzt die Sachlage? Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass jetzt mit dem Eigenverbrauch, da habe ich das Gefühl, das ist was Neues für die Leute. Ne? Und genauso wie es 2004 war, da haben ja auch alle gesagt, nee, das rechnet sich nicht und was weiß ich was. Ne? Und die Landwirte haben die Scheunen vollgehauen bis oben hin. Ne? Und klar, weil es sich nicht gerechnet hat, ist ja logisch. Ne? Und so ähnlich ist es jetzt auch. Ne? Und das war für mich überraschend, weil ich sage, okay, eine Photovoltaikanlage, ob ich das Zeug jetzt einspeise oder selbst verbrauche, das ist doch dasselbe. Aber nein, in der Wahrnehmung der Kunden ist das eine neue Sache. Ne? Und genauso wie 2004 dieses Pflänzchen angefangen hat zu wachsen und ist dann über einmal abgegangen wie eine Granate, ne? So sehe ich das auch. Und ich habe den Eindruck, dass wir die Talsohle durchschritten haben und dieses Thema Energieunabhängigkeit, ich meine, die Leute, die wo irgendeinen Bausparvertrag rauskriegen, ne, oder wo irgendwie Geld nebenliegen haben, was sollen die denn momentan machen? Ne? Und da gibt es immer mehr, wo da dann einfach in die Richtung gehen, okay, wir machen was Sinnvolles, da gibt es noch eine ordentliche Rendite, ne? Weiterarbeiten muss man trotzdem noch, das ist die schlechte Nachricht, ne? Aber wo dann einfach dieses Pflänzchen Eigenverbrauch
wächst und gedeiht momentan. Die Frage wollte ich eigentlich später in der Sendung erst aufgreifen, aber ich stelle sie jetzt, was gerade reinpasst. Sie haben von den Ersparnissen gesprochen. Wir haben mehr frei verfügbares Einkommen. Wir haben im Prinzip steigenden Wohlstand immer noch bei großen Teilen der Bevölkerung. Das heißt, wir haben wirtschaftliches Potenzial. Wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, es tatsächlich zu nehmen. Also könnte die Energiewende und die Einsparnotwendigkeit von Primärenergie tatsächlich genutzt werden, um zu sagen, hey Leute, nutzt das Geld, was ihr jetzt wirklich nicht für Konsum verbraucht, und wir werden den Konsum ja kaum noch steigern können. Wir haben ja alle schon Autos vor der Tür. Dieses Kapital wäre jetzt eigentlich wirklich gewinnbringender kaum anzuwenden. Also das kann ich voll und ganz unterstützen. Und ich sehe das Ganze als reines Image-Thema und finde es eigentlich schade, dass so eine gute Sache wie die Energiewende durch das politische Hin und Her ist es eigentlich so ein bisschen mies gemacht worden. Ne? Mhm. Und die Leute sind einfach verunsichert, weil einfach auch Politiker, wo da zu entscheiden haben, die erzählen ja heute so und morgen so und dann machen sie wieder was anderes. Ne? Das heißt, das ist eine reine Imagegeschichte, und es ist ja so, es gibt im Leben ganz wenige Dinge, die man kauft, die sich rechnen. Ne? Was rechnet sich denn, wenn ich es kaufe? Ein Auto? Nee. Ne, heiraten nicht, Häuser nicht, also im Zelt leben ist viel günstiger, kriege ich durch ein Haus nie rein. Es rechnet sich nichts. Das Einzige, was sich rechnet, ist eine Photovoltaikanlage. Ne? Und das ist ja auch beim Neubau so. Fenster, die muss ich, ne, wie gesagt, ist alles so eine Sache, Dämmung, keine Ahnung was. Ne? Eine Photovoltaikanlage, die ist echt kostenneutral, die kostet mich gar nichts. Und der Punkt ist nur, durch diese Verunsicherung, ne, verstehen das die Leute nicht, und das ist ein großes Hemmnis. Das heißt, wenn da nicht so, also wenn da nicht so Negativpropaganda in der Luft wäre, ne, dann ist das ein ganz anderes Thema. Ich meine, wenn ich doch kostenneutral mir was Vernünftiges anschaffen kann, das ist doch die leichteste Entscheidung, die es im Leben gibt. Also was sich im Leben nicht rechnet, darf ich nochmal sagen, haben Sie als zweites leichtes Heiraten gesagt. Das macht mich jetzt ein bisschen depressiv, dass das leichte Auto habe ich ja auch schon nicht mehr. Das andere soll sich jetzt auch nicht mehr lohnen. Also wofür lebt man dann? Also ist ja schon ein bisschen traurig, ja? Jetzt grüße ich die Kollegen bei Aleo, die ich auch sehr gut kenne, denn wir haben Norbert Schlesiger hier, der war früher Chef von Aleo. Aleo ist so ein schönes Beispiel für die Energiewende. Also eine in der Nähe von Prenzlau, eine tolle Produktion, ein tolles Produkt, wirklich made in Germany, besser geht's nicht kaum. So, und gerade in diesem gestoppten politischen Prozess ist Aleo in Schwierigkeiten gekommen. Die Jungs haben es gerade nochmal geschafft, aber deshalb ist es für mich eigentlich ein gutes Beispiel, Herr Schlesiger. Aleo, tolles Produkt, tolle Module, und dann geht der Markt so kaputt, dass die Unternehmen wirklich ins Trudeln kommen. Ja, da kann ich Sie nur drin unterstützen in diesem Standpunkt. Das ist so gewesen, keine Frage. Und jetzt muss man das so ein bisschen aus den unterschiedlichen Perspektiven mal betrachten. Also aus Sicht des Unternehmens ist das natürlich eine höchst unglückliche Entwicklung gewesen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn man eine andere Position einnimmt und sozusagen volkswirtschaftlich auf das Thema Erneuerbare mal schaut, dann ist es schon so, dass man einfach feststellen muss, das EEG war in seiner alten Anlage zum Teil so aufgelegt, dass zum Beispiel das Thema Innovation auch in den Unternehmen gar nicht richtig vorangetrieben wurde. Weil es ein reines Renditemodell erstmal war. Es war schlichtweg nicht notwendig. Die Wertschöpfungskette als solches war so strukturiert, dass insbesondere, also wenn Sie sich die Wertschöpfungskette eines Photovoltaikmoduls anschauen, im Bereich Silizium, da hat sich gar nichts bewegt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, das war 2008, da hat der CEO von der Firma Hemlock, das ist ein großer Hersteller von Silizium, in München auf einer Konferenz gesagt, ja, wir haben unsere Kapazitäten gerade verdoppelt, aber preislich können wir da leider nichts machen. Das heißt also, es war eigentlich ein Stillstand, und der ist stark gefördert worden, auch über das Thema EEG und über die Umlage. Und in der Hinsicht muss man schon sagen, da sind dann auch Fehler gemacht worden. Also ich muss selber sagen, ich bin seit Ende der 90er in den erneuerbaren Energien tätig, habe viel Windenergie gemacht, dann Photovoltaik. Das war für mich ein Erkenntnisprozess, der da stattgefunden hat. Ich hätte vor einigen Jahren auch nicht gesagt, dass ich solch einen Standpunkt einnehmen werde, aber heute sehe ich es so. Und die jüngste Entwicklung im Bereich der Photovoltaik, die Umstellung auf ein Ausschreibungsmodell, ist die Rückkehr,
man kann sicherlich diskutieren, muss das in dieser Ausgeprägtheit passieren, all die negativen Effekte, die das wiederum auch ausgelöst hat, aber im Grundsatz ist der Weg richtig. Und das Gleiche sehen wir zurzeit in der Windenergie. Auch da gehen wir jetzt über in ein Ausschreibungsmodell, was tendenziell der absolut richtige Weg ist. Liebe Zuschauer, jetzt muss ich leider Norbert Schlesinger ein bisschen bekämpfen, bevor ich ihn weiter vorstelle. Herr Schlesinger, mit der Ausschreibung zu sagen, als Variante, wir machen den kostengünstigsten Weg, kann man es unterstützen. Was ich beim Ausschreibungsmodell absolut schlecht finde, ist, dass im Gegensatz zu früher der Staat jetzt die Mengen des Ausbaus total begrenzen kann und es auch begrenzt. Es gibt eine schöne Zahl von Hans-Josef Fell, von Präsident, und er hat gesagt, von 6% landen wir bei 0,8, von Energy Watch natürlich, von 0,8 auf 1,2%. Das heißt, die Regierung benutzt dieses Instrument, um den Ausbau der Erneuerbaren drastisch zu drosseln. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein. Da gebe ich Ihnen recht. Da ist viel Politik auch drin und das reflektiert sozusagen immer wieder die aktuelle Situation. Und auch in der Windenergie ist es im Grunde genommen so. Da habe ich sicherlich recht, aber es geht erstmal um eine grundsätzliche Weichenstellung. Also ich bin jetzt 20 Jahre in den Erneuerbaren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Fassungen ich dieses Gesetzes kennengelernt habe. Und es wird auch wieder dazu kommen, dass der Korridor im Bereich der Photovoltaik, die 2,5 Gigawatt, werden nicht erzielt. Und ich bin davon überzeugt, dass es zu einem Zeitpunkt auch eine politische Entscheidung geben wird, wo man sagt, wir müssen diesen Korridor wieder öffnen. Aber im Grundsatz, und darum ging es mir, ist der Weg in sozusagen marktwirtschaftliche Prinzipien, der ist sicherlich nicht falsch. Norbert Schlesinger macht jetzt ein anderes Projekt. Er ist Geschäftsführer der Green Sailing GmbH und er will das schadstoffärmste Kreuzfahrtschiff der Welt bauen für 350 Passagiere. Und ich glaube, dass das ein total richtiger Weg ist, es so zu machen, weil man lernt ja immer, und Sie in der Vertriebsberatung werden das auch so machen. Ich versuche erstmal dort die Effekte zu heben, wo ich die größten Effekte heben kann. Und in der Schifffahrt ist ein so gigantisches Potenzial an Energiewende, Energie zu sparen und vor allen Dingen auch an Schadstoffbelastung zu senken. Sie haben sich ja vorgenommen, die ganzen Schwefel aus den ganzen Treibstoffen rauszuholen. Also Kreuzfahrtmarkt, Riesenboom, die ganze Schifffahrt, wahnsinniger Dreck, wahnsinnige Umweltverschmutzung. Und eigentlich ist es wie mit der ganzen Energiewende, die Technologie, das längst anders zu machen, die haben wir. Ja, absolut richtig. Also das ist wirklich der Punkt gewesen. Ich habe, wie auch gerade schon angeklungen, die Talfahrt der Photovoltaik auch genutzt, um mal nachzudenken. Und ich habe mir überlegt, in welchem Bereich gibt es eigentlich den größtmöglichen Nachhaltigkeitshebel? Und den habe ich in der Schifffahrt gesehen. In der Schifffahrt werden 370 Millionen Tonnen Schweröl jedes Jahr verbrannt und zwar ungefiltert. Das muss man sich so vorstellen, viele wissen das gar nicht. Das ist eigentlich ein teerähnliches Substrat. Das müssen Sie erstmal auf 100 Grad erhitzen, damit es fließfähig ist. Und dann können Sie das verbrennen. Und es gibt einen interessanten Vergleich vom NABU. Sie können auch 5 Millionen Golf auf den Weg schicken von Southampton rüber nach New York. Die verbrennen genauso viel die stoßen genauso viel Schwefeldioxid aus wie die Queen Mary. So, und das ist aus meiner Sicht unglaublich, aber da fehlt der politische Wille in der Tat auch reglementierend einzugreifen. Ich habe mal eine Zahl gehört zu Hamburg, dass durch den Schiffsverkehr der da stattfindet, mit dem Rein- und Rausfahren, mehr Schwefel in die Luft geblasen wird, als man sozusagen an Autotreibstoffen rausgeholt hat. Ja, absolut richtig. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was kann man denn tun? Also es gibt unterschiedliche Ansätze in technologischer Hinsicht. Man kann natürlich auch Filteranlagen bauen, auch das passiert. Aber richtig nachhaltig ist der Weg aus unserer Sicht nicht, denn es geht auch um das Thema CO2-Einsparung. Und wir haben uns sehr stark mit der Technologie auseinandergesetzt. Was kann man denn tun? Wir sind auf den Wind wiedergekommen, auch interessant. Die Ressource Wind ist unendlich verfügbar. Wir haben ein sogenanntes Powertube entwickelt, das in der Lage ist, diesen Wind sozusagen in Schub zu verwandeln. Und in der Tat können wir damit abhängig vom Schiffstyp, aber bis zu 50% des Treibstoffes einsparen. Bei dem Primärtreibstoff gehen wir dann auf LNG oder auf Leichtöl.
und bis zu 95% der Schadstoffe. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Lassen sich mit diesem Ansatz reduzieren. Also Sie haben es gerade gesagt, technologisch ist schon vieles möglich. Wir sind sozusagen ein Private Equity gestütztes Unternehmen, haben auch eine Menge schon investiert, stellen aber zunehmend fest, dass die Unterstützung für diesen Ansatz auch in letzter Konsequenz politisch nicht da ist. Wenn Sie zu Unternehmen gehen, Kreuzfahrten, ist ja Treibstoff wirklich so ein Teil, dann kommt ja die ganze Belastung für die Passagiere durch diese Schornsteine. Greenpeace hat ja rausgekriegt, dass das für die Kreuzfahrtpassagiere gar nicht mal so erholsam ist, auf diesen Schiffen zu sitzen, den Dreck einzuatmen. So, wenn Sie jetzt zu solchen Kreuzfahrtunternehmen gehen und sagen, hey, kauft uns mal so ein Ding ab, anstatt so eine Dreckschleuder, ihr spart 50% Energie. Was sagen die denn? Das ist aber jetzt ein ganz interessanter Punkt, weil mit dieser Fragestellung haben wir uns auch intensiv auseinandergesetzt. Wir haben überlegt, wenn wir ein Angebot schaffen, und Sie haben es vorhin kurz beschrieben, wir haben also einen Entwurf gemacht für einen sogenannten Green Cruiser. Das ist ein 400-Pack-Schiff, also ein Schiff für 400 Passagiere im High-End-Bereich, also ich sag mal gespickt mit viel Luxus. Und wir stützen uns bei diesem Projekt gar nicht mal so sehr auf das Thema Nachhaltigkeit. Das ist immer sozusagen das Add-on bei den befragten potenziellen Passagieren, sondern auf das Thema Luxussegment. Und das Ganze reflektiert sich auch durch eine Befragung, die ist sicherlich nicht repräsentativ, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert auf Kreuzfahrtschiffen, wo nämlich die Passagiere gefragt worden sind, was sie denn davon halten und wie das denn ist mit der Luftverschmutzung und so weiter. Und die Standardantwort war, das interessiert mich überhaupt nicht, ich bin im Urlaub. Also das hat auch was mit Bewusstsein zu tun. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und deswegen muss man auch darüber sprechen. Nein, das haben Sie das Falsche gemacht. Sie müssen sagen, alle Passagiere wollen das, die wollen nicht mehr den Dreck, die wollen segeln. Ja, was sagt denn so ein traditionelles Unternehmen? Sagen die, ist mir experimentell oder? Also die betrachten das unternehmerisch. Also die haben diese 3.000, 4.000, 5.000 Passagierdampfer, die sind überaus profitabel. Also da gibt es die unterschiedlichsten Aussagen, aber der Break-Even tritt in aller Regel nach unserem Kenntnisstand, das muss ich diesbezüglich natürlich dazu sagen, innerhalb von 3 bis 5 Jahren ein. Das ist unglaublich. Also da wird eine Menge Geld verdient und es ist sozusagen ein Angebot, was angenommen wird. Und das muss man einfach auch erst zur Kenntnis nehmen, das ist so. Und man darf die Schifffahrt auch nicht verteufeln. Es ist immer noch so, dass ein Container, der aus China hierher gebracht wird, vergleichsweise schadstoffarm hergebracht wird, wenn man es nämlich mit dem klassischen anderen Weg über Eisenbahn oder auch über den LKW-Transport vergleicht. Nur das ist natürlich nicht zielführend, sondern man muss sich überlegen, aus unserer Sicht, was kann man denn technologisch tun, und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ab sofort ist die Hotline für die Bestellung des Green Cruisers eröffnet. Sie können jetzt das Schiff bestellen, aber Sie haben natürlich die Schwierigkeit, Sie haben es gerade beschrieben, Sie müssen den Markt aufmachen. Wie kriegen Sie denn den Markt auf? Wann kriegen Sie das erste Schiff verkauft? Das ist eine gute Frage. Also wir haben zwei Geschäftsmodelle aufgesetzt. Das eine ist die Technologievermarktung. Mhm. Damit fangen wir an. Und das zweite ist dann der Green Cruiser. Wir sind gerade in der nächsten Finanzierungsrunde für unseren Prototypen, den wir jetzt bauen wollen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das in die richtige Richtung geht. Wir stellen fest, dass auf der Investitionsseite bedingt durch den niedrigen Ölpreis zurzeit eine gewisse so richtig motiviert ist zurzeit in dem Bereich eigentlich niemand. Mit dieser Frage setzen wir uns gerade intensiv auseinander, weil wir natürlich Kapital brauchen, um die nächsten Schritte auch gehen zu können. Dann müssen die Kunden jetzt hier unsere Sendung weitergucken. Dann werden wir Ihnen gleich zeigen, wie die Erdölpreise in Zukunft doch wieder steigen werden, denn das wird passieren, wie alle fossilen Treibstoffe. Eine Frage habe ich noch, ist vielleicht schon ein bisschen speziell, aber das wollte ich immer schon mal loswerden. Ich habe gelesen, dass es endlich eine weltweite Vereinbarung über die UN gibt, dass in leider zu spät, erst in 20 Jahren, Sperröl zu verbrennen auf den Weltmeeren verboten werden soll. Spätestens dann ist das ja eine Technologie, an der gar kein Weg mehr vorbeiführt. Vollkommen richtig. Es gibt auch erste Gürtel. Die Ostsee zum Beispiel ist ein Gewässer, das so auch nicht mehr befahren werden darf. Es gibt einen Gürtel um die USA herum, wo man auch auf Leichtöl dann umstellen muss. Das machen die Räder auch alle, aber der echte politische Wille und der nachhaltige Ansatz, der fehlt absolut. Und wenn die UN sagt, und das habe ich auch gelesen, das ist richtig, dann ist das sozusagen natürlich
ein Statement, aber im Grunde genommen auch nur ein Lippenbekenntnis. Also zumindest aus unserer Sicht. Ja, liebe Zuschauer, alle Statements, die wir jetzt zum Eingang unserer Sendung hier gehört haben, sind eigentlich gleich. Wir haben die Technologie, wir können das, es rechnet sich ökonomisch, es rechnet sich ökologisch, aber in der Umsetzung hapert's. Wir haben Versuche der politischen Steuerung gehabt, manches hat geklappt, was nicht. Jetzt sind wir eigentlich auf dem Weg rückwärts und im Grunde genommen haben wir das gesamte Instrumentarium in der Hand. So wollen wir jetzt in den Ausblick nach 2040 gehen. Ich habe zur Hilfe heute mal ein paar Folien dabei. So Folien sind ja nicht immer das Attraktivste, aber man kann relativ viel sehen. Ich habe mal die erste aufgemacht, Herr Dr. Piepenbrink. Machen wir mal einen Outlook nach 2040. Ganz oben sieht man gleich das erste Stichwort. Weltweit, wenn wir zwei Sachen haben, mehr Menschen und mehr Energieverbrauch. Das heißt, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Energie. Ja, teilweise. Und um das mal einzuordnen, Deutschland ist ja eines der reichsten Industrieländer, aber die Bevölkerung geht zurück. Trotzdem steigen die Einkommen. Das heißt, Deutschland hat viel Geld, viel Kapital, kann viel Technologie entwickeln. Die EEG-Geschichte und die Photovoltaik ist in Deutschland jetzt, hat die Volumenzeiten hinter sich und entwickelt den Rest der Welt weiter in USA und Asien. Das heißt, das ist schon ganz gut und die Modulpreise fallen nur dann, wenn die weltweiten Kapazitäten nicht reichen, um die Produktionen auszulasten, was ja auch der Fall ist und bei Erneuerbaren immer schwierig ist. Aber was man sehr schön sieht hier, wenn man links die Welt setzt und rechts Deutschland, sieht man eigentlich erstmal das Bevölkerungswachstum ist überall da, nur nicht in Europa. Das heißt, Afrika und Asien wächst immer noch weiter und da gibt es ja auch noch einige Schwellenländer. Im Osten. Das heißt, die brauchen natürlich sämtliche Energietechnologie von A bis Z, die brauchen auch stabile Stromnetze. Und ja, man sieht halt, was den Energieverbrauch angeht, das Thema Effizienz, da kann dann Peter Burkhardt noch mehr zu sagen, aber es wurde ja auch schon hier gesagt, unser Thema ist nicht der Komfortstrom oder die Wohnzimmerlampe oder der LED-Fernseher. Wir haben das Problem, dass die Energiewende auch in Deutschland nur weiterkommt, wenn wenn das Verheizen von fossilen Brennstoffen, Öl und Gas deutlich zurückgefahren wird über Wärmepumpen. Das heißt, der Strom muss die Heizung werden. Und haben Sie auch schon gesagt, das vom Schiff zu sprechen ist natürlich schon wieder nochmal ein komplizierteres Problem, aber wir können ja erstmal beim Auto anfangen. Das heißt, ohne eine massive Effizienzsteigerung beim Auto und bei der Heizung brauchen wir über Energiewende in Deutschland gar nicht mehr sprechen. Weil das, was wir hier machen, Stromspeicher und Photovoltaik für Kleingewerbe und Privatleute, ist zwar für uns ein nettes Geschäft, aber ist volkswirtschaftlich ja irrelevant. Das heißt, die volkswirtschaftlich relevanten Sachen finden außerhalb Deutschlands statt, in der Photovoltaik, auch im Wind mittlerweile. Und aber das, was wir für die Welt sozusagen in den nächsten 20 Jahren vorbereiten könnten, wären ja, die Sanierung des fossilen Heizungsbaus und die Weiterentwicklung des Fahrzeugs und vielleicht auch die Schifffahrt. Und weil was will man in einem Land machen, wo es eigentlich kein Bevölkerungswachstum mehr gibt und wo eine absolute Sättigung da ist, weil es allen gut geht. Also muss ja dieses Land weiter eine Vorbildrolle einnehmen, die es in der Photovoltaik auch eingenommen hat. Ich meine, letztlich haben ja die Deutschen die asiatischen Photovoltaikproduktionen finanziert. Du weißt es besser als ich und die Entwicklung ist ja grundsätzlich mal positiv. Das heißt, ich würde schon sagen, dass das EEG das erfolgreichste Entwicklungsprojekt aller Zeiten war. Für die Welt. Natürlich ist jetzt für uns, wir tragen erstmal die Kosten, aber auch da, wenn man langfristig guckt, bis 2025 wird alles teurer, alles, egal, Strom, Gas, Benzin. Aber ab 2025, da kommen wir gleich, wenn die ersten EEG-Ausläufer da sind, dann werden die Erneuerbaren nochmal einen richtigen Schub kriegen. Und bis dahin muss man sich halt mittelständisch durchschlagen in Deutschland und die Welttechnologie entwickeln. Ja? Die ganzen Statistiken, die wir hier sehen, weltweit mehr Energieverbrauch und mehr Menschen, ja, stimmt das noch? Die Menschen kommen ja zu uns. Das ist ja ein Sonderfall, aber grundsätzlich in Indien oder China. Das ist die Frage, ob das ein Sonderfall wirklich bleibt. Also ich glaube, wenn Sie die Chinesen fragen, die können Ihnen schon noch steigende Bevölkerungszahlen sicher, statistisch sicher nachweisen, die Inder auch und die Amerikaner auch. Und ob das jetzt alles Mexikaner sind in den USA und bei uns alles syrische Flüchtlinge, das wage ich zu bezweifeln. Aber die Bevölkerung wächst ganz klar, immer noch.
Und Afrika, wissen Sie auch, das wird sich verdoppeln in 20 Jahren. Das hat ja Entwicklungsminister Müller auch nochmal festgestellt. Also der Satz weltweit mehr Energieverbrauch und mehr Bevölkerung. Da ist mir ein Vortrag vom Schwarzen Ritter der Anti-Energiewende eingefallen. Ich meine Professor Sinden damit, der durch die Welt zieht und als Schwarzer Ritter Dolche in das Herz der Energiewende reinstößt, der genau mit dem Argument kommt. Ich gebe das jetzt mal in die Runde rein, vielleicht fällt Ihnen dazu eine Antwort ein. Er sagt, weil wir eben weltweit steigende Energieverbräuche hat, macht es keinen Sinn, Verbrauch von regenerativer Energie zu stimulieren, weil die Verkäufer von Kohlenstoffenergie trotzdem den ganzen Kram loswerden. Deshalb erreichen wir mit der Energiewende nichts fürs Klima und deshalb ist das alles zu teuer und das brauchen wir gar nicht machen, weil wir sowieso alles verbrennen, was man verbrennen kann. Gegenargumente zum Schwarzen Ritter? Ja, sicher. Wenn man die Umwelt ignoriert und wenn man Innovation ignoriert, dann kann man natürlich als Volkswirtschaftler bezahlt von Steuergeldern viel erzählen. Nur die Windkraft und die Solarenergie beweist ja jeden Tag das Gegenteil. Und wenn Sie jetzt mal vom Primärenergieverbrauch ausgehen, kann Herr Burkhardt ja mal erläutern, was damit gemeint ist, dann geht es ja allein darum, für die mehr Menschen auf der Erde umweltfreundlichere Bedingungen zu schaffen und Ressourcen einzusparen. Es geht ja nicht darum zu beweisen, weiter maximal Ressourcen in Anspruch nehmen zu können. Und egal, ob man jetzt ein Fan von der globalen Erwärmung ist, die ist ja nun mal festgestellt. Und egal, ob wir in einer Warmzeit leben, ich kann ja keine Warmzeit beeinflussen, ich kann aber beeinflussen die CO2-Freisetzung. Und von daher ist die globale Zielsetzung natürlich nicht, wie Herr Sinn von Steuergeldern bezahlt, die Energiewende in Frage zu stellen, sondern die Zielsetzung ist, wie kann ich meinen CO2-Footprint verringern? Und dazu gibt es ja nicht nur, sage ich mal, bescheuert, geistig verwirrte Ökologen, sondern das hat ja auch was mit Technologie zu tun und mit Innovation. Und genauso wie Herr Musk das Elektroauto gegen die Lobby propagiert, so propagieren wir halt die Energiewende gegen die Energiekonzerne, die sich gerade aufspalten, weil ihr Kraftwerkspark nicht mehr funktioniert. Ich freue mich, dass Sie sich gerade das Mikro genommen haben, Hein, als Vertriebsexperte, weil als ich den Schwarzen Ritter da habe reden hören, da ist bin ich so endgültig vom Glauben abgefallen, weil wir ja eigentlich doch in der Marktwirtschaft sagen, wenn wir Veränderungen herbeiführen können, dann tatsächlich durch Stimulation und Veränderung der Nachfrage. Und genau das ist ja eigentlich passiert. Wir machen eine Nachfrage für regenerative Energie, schaffen wir, die gekauft wird. Und dann kommt ja noch eigentlich dazu noch einen anderen Vorteil der regenerativen, die Professor Sinn in keinem Wort in seinen Argumentationen erwähnt, nämlich, dass regenerative Energie im Prinzip mittlerweile in vielen Bereichen, im Wind zum Beispiel, günstiger ist, als wenn sie ein Kohlekraftwerk aufbauen. Einmal das und man darf ja auch die ganzen kleinen Einzel- und Mehrhaushalte, das sind jeden Monat 4.500 Leute, die sich für eine regenerative Energieanlage entscheiden, mit Speicher, ohne Speicher, mit ein bisschen Wärmepumpe oder nicht, jeden Monat in Deutschland, gibt keinen Markt, der das stabiler anbietet als Deutschland. Wo ist da also im Prinzip der Knoten, der da noch platzen muss? Wir haben uns an Fahrradhelme gewöhnt. Ich hätte vor 10 Jahren keinen getragen. Und wir haben auch Mülltrennungen gemacht, sodass uns ganz Europa auslacht dabei. Das heißt also mit gelben, mit blauen Tonnen, mit mittlerweile ganz anderen Tonnen. Wir sind beeinflussbar. Und wenn vor 10, 15 Jahren, als solche Anlagen fast nicht finanzierbar war, sich die Vertriebsleute irre Dinge ausgedacht haben, wie so ein Ding eigentlich finanzierbar ist und wann sie es trägt, heute ist es endlich soweit und damals haben Leute gesagt, ich mache es ja für meine Kinder. Die haben es gemacht, weil es 20 Jahre lang EEG-Einspeisung gab. Aber heute, ich habe jeden Monat noch einen Rundruf bundesweit durch 15 Installateure, das habe ich mir einfach über die Jahre behalten und die Kaufmotive ändern sich. Die Leute machen es tatsächlich plötzlich, weil sie sagen, ich kann etwas beeinflussen. Und es gibt ein Schwarmverhalten und dieses Schwarmverhalten, das hören die Speicherleute auch gerne, das hört Dr. Piepenbrink auch gerne, das wird auch dazu führen, dass es Seitenarmentwicklungen gibt. Das heißt also, wenn Speicher da sind, dann werde ich auch mit dem Strom was machen wollen. Warum nicht das E-Auto laden? Wenn die Bundesregierung uns nicht in der Lage ist, uns klarzumachen, dass es ein 4.000-Euro-Modelle braucht, wobei der Twizy dabei leider nicht reinfällt, dann frage ich mich, was ist das für eine Initiative? Die Leute werden aber ihr Zweit- oder vielleicht auch Drittfahrzeug zunehmend auf
Elektromobilität umbauen und anmelden und sich dafür interessieren. Und dann wird man automatisch immer mehr andere Entwicklungen wahrnehmen. Und lassen Sie mich eins noch sagen, was ich immer wieder in den Vertriebsberatungen auch sehe. Die Leute, wir haben in Deutschland gegenüber zum Beispiel USA einen ganz klaren Nachteil. Wir wissen immer, warum etwas nicht geht. Viele andere Länder im Vertrieb, insbesondere die Amerikaner, fangen an und haben ein Ziel und setzen das durch. Vielleicht nicht immer bis zur 100% Marke. Wir können immer erklären, warum es nicht funktioniert. Und ich muss Ihnen sagen, die Leute, die wirklich fleißig sind, wir haben es eben hier bei den beiden Kollegen schon gehört, ich kenne die ja viele Jahre schon, die würden ja nicht hier sitzen, wenn es nicht funktioniert. Und diese Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe, jeder darf sich bei mir die monatlich runterladen übrigens von der Homepage. Ich mache das über die BNetz A, bereite die Zahlen auf. Die Zahlen sprechen für sich. Also wir haben einen sehr stabilen Markt und den müssen wir doch entwickeln und nicht über die sprechen, die es noch nicht verstanden haben. Die müssen wir höchstens überzeugen. Herr Schlesinger, ist es so, dass die steigenden Rohstoffverbräuche die Energiewende chancenlos machen, oder können wir sagen, das kann uns total Wurstpup egal sein, weil wir brauchen diese Kohleenergie nicht mehr, wir produzieren sie sauber und billiger, da kann es uns in Europa und Deutschland total wurscht sein, wenn die anderen den falschen Weg gehen. Lassen Sie mich mal so auf die Frage antworten. Das hat nämlich mehrere Dimensionen. Wenn wir einmal jetzt das Instrument EEG nochmal betrachten, ich habe mich ja vorhin relativ negativ dazu geäußert, aber im Grundsatz ist natürlich Tenor, dass viel, viel Positives dadurch initiiert wurde. Das EEG ist von anderen Ländern kopiert worden. Ich würde mal so weit gehen, dass es das entscheidende Instrument überhaupt gewesen ist und auch weltweit so gesehen wird. Dadurch ist wirklich viel in Bewegung gekommen. Das ist mal ein ganz wesentlicher Punkt, aber auch nur der eine. Der andere ist, es gibt ganz andere Dimensionen. Also wenn wir hier in Deutschland uns über Autarkie unterhalten, dann ist das absolut sinnvoll, überhaupt keine Frage. Energiewende ist aus meiner Sicht ein sehr wertvolles Ziel. Aber wenn man mal den Fächer ein bisschen öffnet und sich in der Welt mal umschaut und sich überlegt, was gibt es eigentlich für Probleme auf dieser Welt? Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich habe vor 10 Jahren ein Projekt begleitet in Mexiko. Mexiko hat 100 Millionen Einwohner, 5 Millionen davon haben keinen Strom. Und wir haben einfach nur in ein Dorf Elektrizität gebracht. Das war damals ein Bleiakku, den wir da hingestellt haben. Das waren 2 Module und ein bisschen Licht. Und da gibt es Menschen, die wohnen in einer Hütte, die haben Strom noch nie gesehen, noch nie erfahren. Ja, und dann gibt es eine Bilddokumentation, und das hat mich emotional einfach berührt, weil als die Frau, die haben mit 3 Generationen in dieser Hütte im Urwald gelebt, als sie das Licht angemacht hat, fing die an zu weinen. Ja, also es gibt Themen, die in dieser Welt, die man mit solchen Produkten auch sehr sinnvoll angehen kann. Beispiel E3DC. Sie glauben gar nicht, was man mit solch einem System weltweit bewegen kann und anbieten kann und an Nutzen und an Mehrwert schaffen kann. Also das ist aus meiner Sicht auch ein Faktor, der oft in eine Diskussion gar nicht einfließt, weil das, was wir hier tun und das, was wir uns geleistet haben, sehr, sehr viel einfach Sinnhaftigkeit stiften kann, weltweit. Mhm. Ja, ich versuche Herrn Dr. Piepenbrink auch immer zur weltweiten Expansion zu überreden, aber er will ja noch nicht. Doch, also Herr Dr. Piepenbrink, jetzt bitte, haben Sie es gerade gehört, jetzt wird es mal Zeit. Wir kommen zur nächsten Folie. Herr Wissing, schauen Sie sich das mal an, ich meine, Sie kennen das, ja. Das ist das Paradoxum der Energiewende. Bis 2020 werden wir sinkende Großhandelspreise für Strom erleben. Und schuld sind solche Leute wie Wissing, die solche Anlagen verkaufen und aufbauen und auf die Dächer bringen, so viel erneuerbare Energie produzieren, dass das Angebot im Grunde genommen größer wird, weil blöderweise die Produktion von konventioneller Energie kaum zurückgefahren wird. Im Grunde genommen, Herr Wissing, mit den sinkenden Preisen, die Sie mit verursacht haben, machen Sie sich selber das Geschäft der Energiewende kaputt. Eigentlich blöd. Kann man vielleicht so sehen, aber das kann man ja auch anders sehen. Ich denke mal, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf Ihre vorige Frage eingehen, weil warum machen wir das Ganze denn? Es gibt ja das Pariser Abkommen jetzt und das wurde ja auch vor kurzem hier in Deutschland ratifiziert, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche von der Politik. So, das bedeutet, wir müssen deutlich weniger wie 2% hat 2 Grad an Temperatursteigerung haben oder wollen das erreichen. Und wenn man das von da aus betrachtet, müssen wir dann eigentlich noch viel mehr machen. Also die Ziele, die im EEG und der
widerspreche ich vielleicht ein bisschen hier das Ganze mit der Ausschreibung. Also ich glaube, es ist nicht zielführend und auch nicht mit diesen Zielkorridoren mit 2,5 Gigawatt im Windbereich oder auch im Bereich der Photovoltaik. Wir müssen viel mehr machen. Wenn man sich Auswertungen von dem Quashing mal ansieht, dann müssten wir eigentlich dahin, wo wir schon mal waren, und deutlich mehr machen, 10 Megawatt oder 15 Megawatt im Jahr in Deutschland zubauen. Gigawatt, nicht Megawatt, Gigawatt. Ja noch billiger. Bitte? Wird der Kram ja noch billiger. Dann wird er noch billiger. Müssen und wir noch mehr Kraftwerke abschalten. Dann müssen wir noch mehr Kraftwerke abschalten. Ich sag mal, wir haben es ja jetzt auch schon, wurde es ja schon zwei, dreimal erwähnt. Zurzeit machen E.ON RWE Folgendes, dass sie ihre Kraftwerke abspalten, beziehungsweise das gute Geschäft ins gute Körbchen, die Kraftwerke ins schlechte Körbchen rein. Und, ich denke mal, auch wenn die Preise jetzt sinken, irgendwann werden wir wieder auf die Kosten sitzen bleiben, wir Bürger. Da müssen die alten Kraftwerke entsorgt werden. Wir müssen über zig Generationen, ich sag mal, den Atommüll irgendwo lagern. Wir wissen noch nicht wo. Also da gibt es noch ganz viele Probleme, die wahrscheinlich nicht die bisherigen Betreiber denn lösen werden, sondern wiederum die Bürger es lösen müssen, weil es dort bezahlt werden muss. Also der Preis, der an der Börse gehandelt wird, ist ja heute nicht der wahre Preis. Die Kraftwerke sind alle abgeschrieben, man haut raus, was geht. Wenn heute ein neues Kraftwerk installiert wird, wir haben es jetzt in England, da sollen neue Atomkraftwerke installiert werden, die werden mit 11 Cent circa vergütet, also die Kilowattstunde soll mit 11 Cent circa vergütet werden und über 35 Jahre an den normalen Preisindexierung teilnehmen. Das bedeutet, dass wir irgendwann in 20 Jahren schon 20 Cent möglicherweise dran stehen haben, also Eurocent. Und das bedeutet ja nicht, dass wir heute für 3 Cent oder so wirklich Strom produzieren können im konventionellen Bereich, sondern es ist wirklich deutlich teurer. Und die ganzen Kosten, die hinzukommen, ich meine, wir reden immer über Strom, wir haben schon über Wärme gesprochen, wir haben über die Mobilität gesprochen. Wir haben gerade den Dieselskandal hinter uns, oder den gibt es. Sterben einige tausend Leute allein in Deutschland durch die ganzen Abgase von unseren Autos. Und, aber die falschen. Bitte? Sterben aber die falschen. Ja, anscheinend die falschen. Also es gibt eine ganze Menge zu tun. Von daher ist es, ich glaube, Wir flachsen da jetzt hier und da drüber, aber das Thema ist eigentlich viel zu ernst, um dass man es nicht wirklich ernsthaft oder dass man es auch wirklich vorantreibt. Also der Preis 3 Cent an der Börse oder wo er auch immer liegt jetzt gerade, und wenn er noch ein bisschen runtergeht, ist ja nicht der wahre Preis. Also ist aber es macht die Schwierigkeiten. Sie gehen zu Unternehmen und Bürgern und sagen, hey, macht was. Und die sagen, oh, den Kram kaufe ich so billig ein. Ja, aber das ist ja nur eine Seite. Für 13 kauft ja keiner den also nicht wirklich, selbst die großen Unternehmen kaufen ja für deutlich mehr ein. Es gibt ja einige Unternehmen, die von der EEG-Umlage befreit sind. Selbst es gibt ja einige, die bei Eigenversorgung ja befreit sind. Das sind nämlich wiederum die großen Kraftwerksbetreiber, die keine EEG-Umlage für Eigenstrom bezahlen müssen, aber die Kleinen müssen es wieder bezahlen. Also man sieht, da ist eine Menge Ungerechtigkeit dabei. Und ich meine, es wird ja oft gesagt, die Energiewende kommt von unten, kommt vom Bürger. Ich glaube auch dran, wäre schön, wenn die Politik, und wir haben es ja vorhin auch schon gehört hier, das Image wurde ziemlich angekratzt, weil ich sag mal, viele Unwahrheiten auch vermittelt wurden, dargestellt wurden und auch immer noch dargestellt werden. Also von der Seite, vielleicht kriegen wir da auch irgendwann die Wende, nicht nur die Energiewende, sondern auch die Politikwende oder wie ich es auch nennen darf. Also da ist eigentlich, also da muss noch vieles gemacht werden. Aber wir versuchen ja jeden Tag unser Bestes zu tun und mit unseren Mitteln. Ja, bitte.
Eins ist mir eben noch abhanden gekommen, was ich noch sagen wollte zu dem Thema. Das alles basiert ja darauf, dass es so weitergeht wie bisher. Wir hätten vielleicht, wenn es Fukushima nicht gegeben hätte, keine Atomdiskussion vor 2 oder 3 Jahren geführt. Wer sagt eigentlich, dass wenn ein Land wie Frankreich über 80% nuklear versorgt, wenn da mal so ein Ding hochgeht, wir können dann nicht sagen, wir ziehen mal aus, copy-paste nochmal neu. Das wird schon noch passieren, ja. Und es wird noch passieren. Und wir haben auch es braucht auch nur ein großes Schiff aus der Meyerwerft rauszufahren und wir machen mal kurz die Stromleitungen, damit die da oben und unten durchfahren können. Und halb Nordeuropa ist 3 Stunden ohne Strom. Wir sind uns gar nicht im Klaren darüber, was passieren würde, wenn, und da fängt im Prinzip nicht nur Politik an, sondern auch kollektiver Gedanke. Wir sind uns gar nicht im Klaren darüber, was uns droht, wenn es droht. So wie Sie das schildern, ist mir klar, dass Sie Vertriebsexperte sind. Sie können so richtig diese Bilder entwerfen. Man sieht das so drohend vor sich. Herr Burkhardt hat das Mikrofon gegriffen dazu noch. Ich möchte auch noch gerne was ergänzen. Und zwar muss ich Jörn Bohr voll recht geben. Ne? Also diese Frage mit den 3,5 Cent, das ist ja ein aktuelles Thema. Ne? Ich persönlich sehe das einfach so, dass gewisse Dinge im Laufe der Zeit völlig normal werden. Ne? Also vor 2000 Jahren hat ja auch keiner Ziegeln gekauft. Ne? Und mittlerweile kaufen ziemlich viele Leute Ziegeln. Die Frage ist, ob sie in 20 Jahren immer noch Ziegeln kaufen. Ne? Oder ob sie aktive Gebäudehülle-Bestandteile kaufen. Und so sehe ich es. Und wie gesagt, von daher, der Schwarze Ritter, ne, das sind die letzten Züge, wo der jetzt was erzählt. Das ist so. Ne? Die Zeit wird das klären. Ne? Und das ist ja auch das Beruhigende bei der Politik. Ne? Bei allem, was die versuchen zu verhindern. Die Zeit wird das regeln. Und ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass gerade mit der neuen Verschärfung der NF im Jahre 2016 und mit dem EE-Wärmegesetz in Kombination, dass da ja dieses Standardding im Neubau, Gasbrennwert und 2 Solarplatten, das ist mittlerweile illegal. Ne? Und das heißt, da wird sich auch von den Vorgaben, werden da Dinge einfach aus dem Raster fallen und werden zukünftig normal sein. Ne? Und von daher denke ich, das ist doch eine super Sache, wenn da die Energie günstiger wird. Ne? Die Frage ist nur, ob dann die fossilen Energien auch noch günstiger werden oder ob man mal irgendwann hingeht und die Kosten, die verursachen, ob man die dann auch dort oben drauf haut oder ob man so macht wie jetzt, dass man die bei den Erneuerbaren draufhaut und erzählt das Lügenmärchen von wegen, nö, das sind ja die teuren Erneuerbaren. Ne? Pustekuchen, die sind überhaupt nicht teuer, die sind billig. Ne? Weil wenn wir die Energiewende nicht machen würden, dann würde es nicht runtergehen mit den Kosten, dann wird es dauerhaft hochgehen. Dieses Statement von Herrn Burkhardt war nicht abgesprochen, denn es führt mich zur nächsten Folie. Wir haben vielleicht im Moment günstigere fossile Energiepreise und irgendein Warmwasserheizungsinstallateur wird sagen, machen Sie eine Ölheizung, Öl ist so billig. Bei der nächsten Folie können Sie jetzt sehen, dass es immer so gewesen ist, dass konventionelle Energie immer teurer geworden ist. Klar. Es gab immer mal Brücken aus Raster nach unten, aber im Prinzip ist das immer teurer geworden und das wird mit konventioneller Energie auch wieder passieren. Und es wird nicht nur passieren, vielleicht aus Nachfragegründen, wenn man es vielleicht doch noch irgendwie verkauft zum Dumpingpreis, sondern es wird, Herr Dr. Piepenbrink, auch passieren, indem das eigentlich irgendwann greifen wird, was wir uns zur Reduktion von Kohlenstoff auf dem Planeten, zumindest in Europa, ausgedacht haben, nämlich dass es CO2-Abgaben gibt. Das ist ja eigentlich unser Tool gewesen, tatsächlich das zu reduzieren. Und irgendwann wird das kommen, dass tatsächlich auch konventionelle Energie künstlich politisch verteuert wird. Zumindest in Europa ist das gesetzlich letztlich schon festgezurrt. Ja, vielleicht nochmal 2, 3 Gedanken von meiner Seite. Einmal denke ich, dass wir alle bisher in der Endzeit des deutschen Wirtschaftswunders oder des weltweiten Wirtschaftswunders angekommen sind und in der Generation der Erben. Das heißt, ich glaube, man hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren enorme Wachstumsmärkte gehabt, Verbesserungen in Autos, Flugzeugen, Technologie, Digitalisierung. Und was ich nur merke, weil ich schon in verschiedenen Bereichen tätig war, Halbleitertechnik und habe auch mal ein Getriebe entwickelt, ich merke einfach, dass sich ein Staat sehr schwer tut, die Gesellschaft umzubauen. Und man kann auch von einem Industrieunternehmen, nehmen wir mal RWE oder E.ON oder ENBW, kann man ja nicht verlangen, dass sie sich einfach freiwillig umbauen.
Und das ist natürlich schon schmerzhaft. Das heißt, ich glaube, die ganzen modernen Industriegesellschaften haben nicht gelernt, sich umzubauen, egal wie. Und deren Regierungen auch nicht. Und wenn wir jetzt darüber reden, was passieren wird, muss man erstmal sehen, dass neue Kohlekraftwerke entweder verkauft worden sind an die Tschechen oder neu dazugebaut worden sind und Atomkraftwerke zwar abgeschaltet worden sind, aber man hat ja bestimmten Investitionsbestandsschutz. Das heißt, wenn man die Energiewende besprechen will, muss man erstmal sehen, die Netze gibt's. Und die Netze sind hochprofitable Einnahmequellen für alle Energieversorger. Was man auch sehen muss, ist der Stromvertrieb oder der Gasvertrieb. Der sinkt natürlich enorm. Peter, du weißt das, wie sehr Effizienzgewinne dazu beitragen. Also der Endenergiebedarf der Bundesrepublik geht deutlich zurück. Also die Prognosen gehen inklusive Elektroautos und inklusive Wärmepumpen auf die Hälfte von dem, was wir jetzt brauchen. Das heißt, wir stehen vor einer Effizienzzeit. Das heißt, es geht nicht darum, mehr zu verbrauchen, sondern effizienter zu sein. Das heißt, die Einnahmen der Konzerne sinken und auch die Steuereinnahmen sinken. Und darauf ist die Gesellschaft nicht vorbereitet. Und dann, jetzt bräuchte man noch den schwarzen Ritter, den Herrn Sinn, den ich nicht persönlich kenne. Ich weiß nur, dass er noch nie in seinem Leben was entwickelt hat und noch nie im Leben in der Industrie gearbeitet hat. Aber als Hochschulprofessor ist er sicher ein kluger Volkswirtschaftler. Der könnte uns jetzt erklären, warum auch ohne Energieeffizienz und ohne Umbau die Inflation immer teurer wird und bei den steigenden Staatsausgaben Energiekosten gar nicht sinken können. Aber um auf die Frage zu antworten, bis 2030 wird in Deutschland erstmal gar nichts günstiger für den Endverbraucher, weil die Regierung uns alle verschuldet hat, in kongruentem Handeln, jeder möchte das ja so offensichtlich, weil die Braun- und Steinkohlekraftwerke laufen, weil wir die Atomkraftentsorgung bezahlen müssen und so weiter. Aber langfristig wird natürlich die Welt 2050 zu 70-80% aus Strom bestehen, ob uns das gefällt oder nicht. Und dann fahren wir vielleicht noch im Kreuzfahrtschiff mit Schweröl durch die Gegend, aber das war's dann auch. Der Heizungsbau und der normale Verkehr, der Individualverkehr, das wird alles teilelektrisch oder vollelektrisch sein. Und über regenerative Energien für den Komfortstrom brauchen wir gar nicht reden. Das heißt, da gibt es, und genauso möchte ich auch nochmal sagen, diese Märchen für die Grundlastkraftwerke. Ja? Wissen Sie noch, was die Energieversorger, die großen vier, erzählt haben, was passiert, wenn man die Atomkraftwerke abschaltet? Also, dass dann sozusagen alles dunkel wird. Und richtig wäre gewesen, dass die Erneuerbaren in Verbindung mit Mittellastkraftwerken in der Lage sind, komplette Grundlastkraftwerke zu übernehmen. Und der nächste Schritt ist, mit dezentraler Energieversorgung, dass man auf 70-80% kommen wird. Aber dazu braucht man die Wärme, die Sanierung und den Verkehr. Und das wird sich alles ergeben. Das heißt, ich sehe das für Deutschland eher als Problem, erstens, dass man sich nicht ändern möchte. Der Mensch möchte sich nicht ändern, der Konzern auch nicht. Und deshalb braucht es eine politische Instanz, die das so wie mit dem EEG aufoktroyiert. Und da muss man mal sagen, kann man Frau Merkel nur dankbar sein, weil wenn die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet hätte, dann wäre in der Energiewirtschaft noch alles beim Alten und da würde gar nichts gehen, ja? Weil wir im erneuerbaren Atomstrom absaufen würden nach wie vor. Und jetzt haben wir halt noch 10 Jahre, wo die alten Kraftwerke oder 15, wo die Kohlekraftwerke noch weiterlaufen, aber den Strom kann man ja auch ins Ausland exportieren, ja, den kann man ja dann von Lausitz direkt nach Tschechien weiterleiten und Deutschland könnte, das möchte ich auch noch sagen, Deutschland könnte genauso 100% erneuerbar sein und den nicht erneuerbaren Strom ins Ausland wegschieben und dann könnten wir das Ausland sozusagen als Reststrompuffer nutzen, ja. Fiesen und, Atom- und Kohlestrom ins Ausland. Es passiert ja schon, durch die Börsenregelung in Deutschland die Erneuerbaren nach wie vor Vorrang genießen. Ne? Das heißt, es wird dazu führen, dass an der deutschen Strombörse nur noch erneuerbarer Strom gehandelt wird und der andere Strom von den Kohlekraftwerken wird einfach schlicht und ergreifend ins Ausland verkauft, ja? Zu Gestehungskosten. Sie sitzen so ein bisschen am Fenster. Wir werden Ihnen gleich eine kugelsichere Weste verpassen, dass die Kopfgeldjäger der konventionellen Energieindustrie kein gutes Ziel haben. Nochmal ein Blick kurz auf die Grafik. Ich will das nochmal zeigen. Wir sehen hier also tatsächlich, dass wir bei den konventionellen Energieträgern Preissteigerung haben werden und wir werden auch durch die Teilnahme oder Nichtteilnahme am Emissionshandel Belastungen für die Verbraucher definitiv und die Unternehmen auf alle Fälle haben. Aber, um als Nächste zu gucken,
eine positive Tendenz gibt es. Ich meine, egal welche Politik, egal was passieren wird, die Erneuerbaren sind nicht klein zu kriegen, unter anderem deshalb auch gerade eben wegen der Wirtschaftlichkeit. Herr Schlesinger hat es gesagt, er ist nicht gegen Ausschreibungsmodelle. Da, wo man wirkliche Ausschreibungsmodelle angewandt hat, nämlich wie in den USA, hat konventionelle Energie immer verloren. Ich gebe ein Beispiel aus den USA, in Kalifornien. Da ist dann Photovoltaik für 3,8 US-Cent angeboten worden. Weiß ich nicht, wie die das machen. Wahrscheinlich braucht man ein bisschen mehr, aber vielleicht sind das so Mischkalkulationen. Wenn man also wirklich Ausschreibungen machen würde, hätten konventionelle Kraftwerke keine Chance. Zumindest in Deutschland kostet im Moment von einem neuen Kohlekraftwerk eine Kilowattstunde Kohlestrom roundabout 7,5 Cent. Da sind wir auch in Deutschland mit Windenergie längst konkurrenzfähig. Und das bedeutet also, wenn Sie jetzt einmal hier auf die Grafik gucken, dass wir, Herr Piepenbrink, den weiteren Ausbau auf alle Fälle erleben werden. Ja, mit Herrn Gabriel, ohne Frau Merkel, naja, wie auch immer. Die Grafik zeigt ja erstmal, dass die Erneuerbaren nicht so stark ausgebaut werden können, weil eben die Kohlekraftwerke noch da sind und weil man keine Lösung für eine Grundlastversorgung hat. Aber auch selbst in diesem pessimistischen Szenario gibt es leichte Steigerungsraten, insbesondere in der Wärmeerzeugung und in der Stromerzeugung. Ja, gibt es. Aber es ist halt eine Aufgabe, dass das Problem ist nicht der Komfortstrom und nicht die Windkraftanlage, sondern das haben sich die Energiearchitekten ja zum Ziel gesetzt. Das Problem ist, dass die Leute weiterhin mit Gasthermen und Ölheizungen arbeiten. Das ist das erste Problem. Und langfristig ist das zweite Problem, dass sie nicht auf Elektroautos umsteigen können, weil es keine bezahlbaren, vernünftigen Fahrzeuge gibt und weil der Staat das nicht incentiviert. Und also wenn man über Energiewende spricht, muss man den Heizungsbau und die Mobilität mit einbeziehen, weil im Komfortstrom braucht man im Grunde genommen nur das weiterentwickeln, was es eh schon gibt. Und Norbert Schlesinger hat es ja gesagt, die Ausbaukorridore sind da, aber sie werden weder im Wind noch in der Photovoltaik ausgenutzt. Das heißt, da hat man überreagiert, da müsste man eigentlich nochmal nachlegen. Ja? Ich weiß nicht, wo er liegt, bei Wind, glaube ich, 6,5 Gigawatt und Photovoltaik 2,5 Gigawatt. Jan Bodo, was ist besser? Ist doch nicht mal zu 60% ausgenutzt worden letztes Jahr, ne? Nein. Letztes Jahr hatten wir 1,4 gut gerechnet, weil da waren auch nachgemeldete Anlagen und Freiflächen mit dabei. Und dieses Jahr können wir uns glücklich schätzen, wenn wir über die 1 Gigawatt-Grenze kommen. Was man an der Grafik auch ein bisschen sehen kann, nicht so stark. Aber Herr Wissing, das werden Sie auch im Markt merken, Wärme und Mobilität kommt in den Markt rein. Also Energiewende und regenerative Energie ist früher vom Strom gedacht worden. Jetzt sind auch Ihre Konzepte, beziehen immer Wärme und Mobilität mit ein. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir heute bei unseren Kunden, vielleicht stärker noch bei den Privaten, aber im Gewerblichen kommt dieses auch immer mehr, reden wir nicht nur über die Photovoltaikanlage und den Speicher möglicherweise, sondern wirklich auch über die Wärme. Und da ist wirklich, die Wärmepumpe das ideale Bindeglied, um den Strom in die Wärme zu bekommen. Die Wärmepumpe holt sich 3/4 der Wärme aus der Umgebungswärme und 1/4 Strom möglicherweise vom Dach. Das funktioniert nicht immer, aber wir haben durchaus im Neubausektor kann man durchaus 60-65% des Stroms für Wärme und für Warmwasser aus der Photovoltaikanlage holen. Also dort haben wir Konzepte jetzt, die wir gerechnet haben. Und hinzu kommt das Elektroauto, klar. Aber Deutschland ist da Schlusslicht, wenn man auch mal gerade die Nachbarländer ansieht, wie Norwegen will ja ab 2025 nur noch Autos ohne CO2-Ausstoß neu zu lassen. Die Holländer denken, glaube ich, auch schon drüber nach. Franzosen sind da weiter. Wir Deutschen haben eigentlich das Problem, dass wir die Automobilindustrie, die sich bisher da wenig bewegt hat, im eigenen Land haben. Da haben es andere Länder besser, die können es beschließen, weil die, keine Autoindustrie haben. Aber es wird zwangsläufig kommen. Die Großen haben es ja jetzt alle angekündigt, auch in den nächsten Jahren zahlreiche Modelle dort zu etablieren. Und ich denke, das wird ganz stark kommen, auch die Mobilität, dass wir die mit an unseren Hauskraftwerken anschließen. Herr Burkhardt, das sehen Sie, glaube ich, wahrscheinlich auch bei Ihren Konzepten, wenn Sie heute Sanierung, Veränderung betreiben. Sie gucken sich ja nicht mehr nur die reine Stromseite an. Nee, wie vorhin schon erwähnt, das reine Stromthema ist ja langweilig. Ne? Ich muss ja ganzheitlich schauen,
was mache ich mit meinem selbstproduzierten Strom? Ne? Und ich meine, wenn ich jetzt heute was mache und habe die Möglichkeit, mich einfach autark zu machen und habe die Möglichkeit, das so zu machen, dass ich einfach kein Öl und Gas mehr verbrenne, ne? Weil es eigentlich unverantwortlich ist. Und dann spricht ja gar nichts dagegen, das zu nutzen. Zumal man ja auch heute über KfW-Mittel oder BAFA oder was weiß ich ja auch noch unheimlich gefördert wird, gerade im Bestand. Herr Dr. Piepenbrink hat es gerade gesagt, Herr Schlesinger, die nächste Grafik, die wird Sie freuen, die zeigt eigentlich, wo die Reise hingeht. Noch haben wir die auf dem letzten Loch pfeifenden, dreckigen Kraftwerke. Wir haben natürlich auch noch ein paar neue Braunkohlekraftwerke. Es gibt eine traurige Zahl. Im letzten Jahr ist mehr Braunkohlekapazität in Betrieb gegangen in Deutschland als Aufbau von Photovoltaik. Aber an dieser Grafik können Sie sehen, wir werden letztlich eine Veränderung der Kraftwerksstruktur in der Bundesrepublik und wahrscheinlich auch kongruent in ganz Europa bekommen. Das wird sich etwas nochmal vom Verhältnis verändern. Aber eins ist klar, die alten Kraftwerke werden vom Netz irgendwie gehen. Fossile Energieträger werden teurer. Braunkohle hat umwelttechnisch irgendwann mit hohen CO2-Abgaben zu rechnen. Herr Schlesinger, die Kraftwerkstruktur wird sich automatisch verändern Richtung regenerative Energie. Daran gibt es ja langfristig keinen Zweifel, oder? Das ist richtig, in der Tat. Also da wird es keinen Weg drumherum geben. Aber nochmal, die jetzige Situation im Bereich der Ausschreibung wird zum Beispiel auch dazu führen, dass Windenergie sich auch neu erfinden muss in Deutschland. Mhm. Also diese 7-Cent-Grenze, die da eingezogen worden ist, wird dazu führen, dass Standorte in Süddeutschland sich schlichtweg nicht mehr rechnen. Ja. Und das ist wieder spannend, weil es ist aus meiner Sicht in der Struktur und in der Architektur des Ansatzes einfach falsch gedacht worden. Es ist richtig, die guten Standorte im Bereich der Windenergie, da war zu viel Luft drin. Da haben sich wirklich wenige dann auch bereichert. Das ist leider die Situation. Und dann wurde überreagiert. Und jetzt hat man die Situation geschaffen, dass also verschiedene Standorte gar nicht mehr realisierungsfähig sind mit dem neuen EEG-Ansatz. Und jetzt kommt das Aber. An der langfristigen Ausrichtung wird das nichts ändern. Ja, was jetzt passieren wird, ist immer sein, dass die deutsche Windindustrie kaputt geht. Also verschiedene, insbesondere deutsche Hersteller, werden substanzielle Probleme bekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt kann man sagen, glücklicherweise sind die gut aufgestellt, auch im Bereich der Technologie. Ich hatte es vorhin schon gesagt, im Bereich der Photovoltaik, eine Überförderung, das will ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, führt dazu, dass Innovationskraft sozusagen nicht so stattfindet, wie das Potenzial sozusagen es zulässt. Diesen Effekt haben wir auch im Wind gesehen. Es wurden im Grunde genommen bestehende Konzepte skaliert und insofern auch wirtschaftlicher beschrieben. Aber im Bereich der Innovation sind noch ganz andere Dinge möglich. Und das wird jetzt wieder stattfinden. Und das ist sozusagen auch das Positive wieder. Also es tut weh, keine Frage. Es wird auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit viele Arbeitsplätze kosten. Dieser Ansatz, das muss man sagen. Aber langfristig wird das, was in Deutschland eben vorhanden ist, nämlich die Innovationskraft als solches in den Unternehmen dazu führen, dass wir an der Stelle aufholen werden. Wir haben ja gerade gesagt, der Kraftwerkspark wird sich verändern. Mhm. Auf alle Fälle muss er sich auch verändern, weil, auch das haben wir jetzt in der Sendung schon mehrfach gesagt, konventionelle Energie teurer ist. Das heißt, wir werden die alten Kraftwerke abschalten müssen, weil sie einfach am Ende ihrer Lebenszeit sind. Und es gibt eigentlich, es sei denn, es gibt große politische Subventionen für diese neuen Braunkohlekraftwerke, gar keine Alternative. Sehen Sie das auch so? Das wird allein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wird der neue Kraftwerkspark regenerativer sein. Absolut richtig, ja. Und das, was Herr Dr. Piepenbrink ja gerade schon gesagt hat, ist ja vollkommen zutreffend. Die Stromversorger haben in der Tat das Märchen verbreitet, es geht gar nicht ohne Grundnass, es geht gar nicht ohne Atomenergie. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal die zweite 1,5 MW-Anlage, das ist schon sehr, sehr lange her, die das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, entwickelt hat, wurde einem großen Stromkonzern sozusagen verkauft und die haben einen Standort gesucht, wo es gar keinen Wind gab. Und dann haben wir da die Anlage hingestellt und das sollte dann die Beweisführung dafür sein, dass Windenergie sich nicht rechnet und die Zeit zeigt einfach, dass es sich nun mal ganz anders entwickelt hat. Also noch einmal, an der Entwicklung geht überhaupt kein Weg dran vorbei und ich kann dem Herrn Piepenbrink nur zustimmen. Wir können alle sehr, sehr froh sein, dass Frau Merkel einen ganz entscheidenden Impuls in der Hinsicht auch gegeben hat.
Die nächste Grafik, Herr Burkhardt, wird Sie überraschen. Wir haben gerade gesagt, weltweit steigen die Energieverbräuche. Wir haben noch zwei Grafiken, dann sind wir mit unserer ersten Sendung auch schon am Ende wieder. Hier können wir aber sehen, dass zumindest, ich sag mal Europa, Deutschland, das ist jetzt hier für Deutschland gerechnet, dass zum Beispiel der Bedarf an Wärmeenergie zurückgehen wird. Wir haben weltweit steigende Energieverbräuche. Wir werden in Deutschland weniger Energie wahrscheinlich benötigen, wenn es so weitergeht. Zur Absenkung der Energieverbräuche in Deutschland sagen wir in der nächsten Sendung noch etwas. Aber, Herr Burkhardt, dass wir zum Beispiel weniger Wärmeenergie in der Prognose brauchen, das sind unsere Erfolge, das sind Ihre Erfolge in der Sanierung. Die NF spielt da auch was zu bei, finde ich. Und das ist genau die Geschichte, dass ja die Sachen normal werden. Ja? Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass die NF ja schon bei Neubauten das Aus für Gasheizungen eingeläutet hat, ne? Das ist hier nur die Konsequenz. Ne? Mhm. Im Endeffekt werden wir natürlich nicht absolut weniger Energie brauchen. Natürlich wird man genauso heizen wie jetzt auch, nur man wird die Energie selbst produzieren und keine fossilen Ressourcen mehr verheizen. Ja, oder beziehungsweise, nehmen wir mal an, Sanierung im Haus ist einfach, sinkt der Energiebedarf tatsächlich. Wir haben auch energiesparende Geräte zum Beispiel. Absolut, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, klar. Ja. Ja, und Herr Ferenczky, der Primärenergieaufwand sinkt, Peter, ne? Durch Wärmepumpen, durch Elektroautos, durch Photovoltaikanlagen, durch Windanlagen. Hier ist noch vom Fraunhofer eine schöne Statistik. Also man muss für Steinkohle ungefähr, weiß ich nicht, 200 Mal mehr Primärenergie aufwenden als für Windkraft. Und deshalb ist die Frage, der Herr Dr. Brinker, der ehemalige Vorstandsvorsitzende, hat mich ja gefragt, warum ich überhaupt sowas anfange. Und da habe ich nur gesagt, weil es sich durchsetzen wird. Es geht ja gar nicht darum, was wir wollen, sondern die Frage ist, was wird sich durchsetzen? Und Strom wird sich durchsetzen. Mehr oder weniger durch die politische Lobby verhindert, längerfristig verhindert, aber ich kann ja nichts, also es gibt einen schönen Spruch von dem ehemaligen IBM-Vorstandsvorsitzenden von 1934, der hat gesagt, er sieht weltweit einen Bedarf für 5 Computer. Hm. Also, ne, sollte man eigentlich meinen, dass der 1934 schon ein bisschen weitsichtiger war, aber genauso ist das, wenn ich sage, Strom, wer braucht das? Oder die Frage, darf ich mit Strom heizen oder darf ich mit Strom fahren? Das ist ein Witz. Und daran sieht man eigentlich auch, wie wenig Leute sich über die Zukunft Gedanken machen. Und damit wären wir auch bei der Frage, warum bauen sich Energiekonzerne nicht schneller um? Ja, oder warum gibt der Staat dann nicht im volkswirtschaftlichen Sinne oder zum Schutz der Industrie ein besseres Innovationsklima vor? Warum? Naja, weil man denkt, dass es alles wieder weggeht, aber es geht nicht weg. Prognos sagt in seinen Voraussagen, dass die Produktion von Energie in den Kohlekraftwerken bis 2030 relativ stabil sein wird. Dann nimmt das stark ab, dass der Anteil erneuerbarer Energie vor allem durch Windkraft stark wächst. Und Prognos geht davon aus, dass die Erneuerbaren 45% im Jahr 2030 zur Bruttostromerzeugung beitragen und 62% in 2050. Das bedeutet, dass Herr Hein seine Vertriebsberatung und Anstrengungen noch ausdehnen muss. Denn Herr Hein, ich finde, das mag so sein, aber 62% bis 2050, 45% bis 2030, das finde ich alles relativ wenig ambitioniert. Mhm. Ich will Ihnen sagen, dass die meisten Firmen, die Spieler, die das tatsächlich in den Markt bringen, gar nicht kennen, diese Zahl. Mhm. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, wenn man das kritisch betrachtet, dann fällt mir immer und jeden Tag aufs Neue auch auf, dass es noch andere Hemmschwellen gibt. Wir reden von Lobbyismus in Berlin, wir reden von falschen Regelwerken. Man muss aber auch sagen, es gibt einen ungeheuren Modernisierungsrückstand im Vertrieb und in der Kundenberatung. Denn ich habe vorhin schon mal nebenbei gesagt, 4.500 Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Haushalte in Deutschland entscheiden sich jeden Monat, nicht jedes Jahr, jeden Monat für eine erneuerbare Energieanlagen, dank der Kollegen, die das in den Markt geben. Was machen die denn dann falsch eigentlich? Also wenn man auf der Intersolar guckt, eine der führenden Messen weltweit, und dann durfte ich so ein Frühstück mit moderieren, und da sitzen dann 60, 70 Unternehmen, die alle irgendwo in unserer Branche zu tun haben, und man fragt mal, wie geht ihr eigentlich euren Markt an, kennt ihr eure Marktsegmente eigentlich? Da hat keiner ein
Kundenverwaltungsmanagementsystem, keiner macht Geomarketing. Nein, die warten heute immer noch. Und das ist, wir sind mit unserer Industrie angekommen, wo viele andere schon waren, die warten immer noch, dass der Kunde anruft. Deswegen kann man diese Zahlen, die Sie eingangs nannten, nur dann steigern, wenn ich mich auch selbst multipliziere. Also wenn ich habe es ganz am Anfang gesagt, wenn ich etwas verkaufen möchte, dann muss ich das Leuten, die das kaufen sollen, erklären. Und wenn ich in der Energiewirtschaft tätig bin, dann verkaufe ich Energie. Eine Firma Sunrun in den USA verkauft ja keine Photovoltaikanlagen, sondern Kilowattstunden. Die geht auf die Kunden zu, macht das 3 Megawatt im Monat groß und sagt, wir verkaufen dir, lieber Kunde, über 10 oder 20 Jahre einen Kilowattstunden Leistungspreis, der ist günstiger als dein Energieversorger. Das garantieren wir dir. Und dann hört plötzlich Herr Schneider oder Herr Müller, auch schon mal eingangs genannt, sagt dann, wie geht das denn? Ja, wir laufen doch immer noch viele in Deutschland immer noch dem EEG-Phänomen hinterher. Die Anfragen sind schlecht, es interessiert sich kein Mensch mehr. Das stimmt nicht. Ich kann Ihnen nochmal sagen, die Zahlen, die sind kleiner geworden, aber regelmäßiger geht es in keinem anderen Land. Eigentlich finde ich das ganz cool, was Sie sagen, nach dem Motto, interessiert uns ein Dreck, was die Prognosen sagen, wir machen es einfach. So ist es. Und wenn wir uns mehr anstrengen, den Kram zu verkaufen, wird es auch mehr. Und das sind ja auch nur Prognosen, die Seiteneffekte gar nicht mit berücksichtigen, sondern einfach extrapolieren. Ich würde gerne noch mal die vorige Grafik mal kurz. Welche denn? Die? Diese. Ja. Die? Nein, die. Die? Nein, die. Die. So. Richtig. Okay. Da gehen wir ja, diese Prognose geht davon aus, dass der Strombedarf sinkt, wenn ich das mal so nicht, leicht. Nur, ich glaube an dieser Prognose nicht. Ich meine, es ist jetzt auch von 2014, wir haben 2 Jahre, aber wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen. Die Wärme und die Mobilität muss mit berücksichtigt werden. Und ich kenne sie jetzt nicht im Detail, aber der Strombedarf als solches wird steigen. Und von daher sollten wir uns da auch da richtig aufstellen. Wenn mich jemand fragt, wie groß soll meine Photovoltaikanlage sein? Und ich ihn frage, so, wie viel Stromverbrauch hast du denn? 4000 Kilowattstunden oder sowas. Dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, okay, eine 5-6 Kilowatt-Peak-Anlage wäre vielleicht ausreichend, vielleicht 7. Ich sage, nein, wie groß ist dein Dach? Und lass uns bitte das komplette Potenzial nutzen, weil du wirst, wenn du es heute noch nicht machst, morgen mit Strom heizen, genau, und mit Strom fahren. Und ich sag mal, viele erkennen das auch mittlerweile. Und wenn man das betrachtet, ist diese Grafik aus meiner Sicht nicht ganz richtig, sondern dann wird der Strombedarf als solches steigen. Und natürlich der Bedarf an Gas und Öl, an Treibstoff muss dann deutlich sinken, klar. Aber der Strombedarf steigt aus meiner Sicht. Der Strombedarf kann steigen, heißt aber nicht, dass die Energieverbräuche nicht insgesamt sinken können, sondern wir können mit Strom mehr machen und andere Energieträger sehr viel stärker zurückbauen und trotzdem Energie sparen durch Energieeffizienzmaßnahmen. Ja, wir können, ich sag mal, im Wärmesektor wird das ja erstmal nicht primär erstmal den Strombedarf senken, weil wir dann ja durch Umstellung auf Wärmepumpe trotzdem mehr Strom brauchen, bei der Mobilität auch. Wenn ich bei mir im Haushalt schaue oder bei vielen meiner Bekannten, früher war ein Kühlschrank, jetzt sind 2 Kühlschränke. Früher gab es 1 Fernseher, jetzt gibt es 3 Fernseher. Sind zwar hocheffizient, die Kinder haben jeder ein eigenes, jeder einen eigenen Computer. Also ich sag mal, der Komfort steigt und dadurch auch wiederum der Bedarf an Energie. Und von daher darf man das, muss man das auch berücksichtigen. Grundsätzlich, ja, die Effizienz steigt bei den Geräten, bei den Elektrogeräten, aber der Bedarf wird auch größer. Und von daher denke ich mal, also wir können gerne eine Wette eingehen, aber ich glaube, dass wir in 2030 oder 40, sofern wir es hier noch erleben, deutlich mehr Strombedarf da ist. Liebe Zuschauer, das Letzte hat Herr Wissing nur gesagt, um mich ein bisschen zu ärgern, weil wir diskutieren das immer. Ja, Herr Wissing weiß auch, dass er in meinen Sendungen Verbot hat, zu sagen, wir brauchen mehr Strom, weil ich immer sage, wir müssen Energie auf alle Fälle einsparen. Insofern muss ich ihn ein bisschen jetzt entschuldigen. Aber wie gesagt, es stimmt schon, es wird mehr verstromt und wir haben ja auch natürlich durch die erneuerbare Energie relativ simpel mehr Strom zur Verfügung. Sie wollten noch was sagen? Nein. Nur eine kleine Ergänzung. Ich bin der Überzeugung, dass man den Strom, den man im Moment für seinen hält, weil man ihn produziert hat, in der Zukunft nicht immer sein eigener sein muss. Warum soll ich den Strom nicht
Wir sprachen vorhin schon einmal das Wort Schwarm an. Mhm. Und wenn die Energieversorger nicht helfen, dann werden die Leute das in der Straße, in ihren Gemeinden selber machen. Da wird eben in Bildern gesprochen, die Sie so schätzen, dann wird eben die Leitung von Herrn Müller zu Herrn Schneider rübergelegt über den Gartenzaun. Warum soll ich mit meinem Strom, wenn ich im Urlaub bin, nicht ihm aushelfen, ohne dass wir einen Versorger dazwischen schalten? Hm. Das wird sich selbstständig entwickeln. Das nennt man die Schwarmspeicherei oder das ist das Schwarmspeichern und das wird auch intelligent werden. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die ersten Projekte, ich durfte in Dubai eines mitgestalten mit einem ganz großen Unternehmen aus Stuttgart, wo man das eben auch gemacht hat mit 100 autarken, gleich aufgestellten Häusern, die eine gleiche PV-Anlage haben, mit einem gleich großen Speicher, die untereinander bereits kommunizieren. Und dann gibt es noch einen zentralen Speicher für die Straßenbeleuchtung und für den Schrankenwärter. Und dann ist das Ding bis auf den Wasseranschluss autark. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie meine Sendung in die anarchistische Ecke jetzt zum Schluss reinziehen. Ihnen als Vertriebsbeauftragten hätte es nie zugetraut, zu sagen, die Bürger, die schieben sich den Strom selber zu, die anderen lassen wir alle aussteigen. Das war in der Novelle 2016 vom EEG mit dabei, indem man gesagt hat, die Bürger dürfen sich untereinander Strom zuschieben und die Netzentgelte entfallen. Und das ist so ziemlich das Einzige, was aus der EEG-Novelle rausgekommen ist. Aber da gebe ich Ihnen ausdrücklich recht, wenn die Bürger erstmal die Möglichkeit bekommen, sich selber Energie zuzuschieben, ja, dann ist Polen richtig offen. Herr Ferenczky, dann brauchen die auch gar keinen Desertec mehr. Im Grunde nicht. Herr Piebring, dann brauchen die kein Hauskraftwerk zum Speichern. Wir brauchen doch diese ganzen komischen Anlagen gar nicht, weil wir haben doch Desertec. Ja. Herr Piebring, dann machen Sie nur noch 500 Watt Speicher rein, weil der Strom wird ja sowieso gleich weiter verteilt. Das kann passieren. Also wenn die Bürger das machen, dann wird es heftig. Vielleicht noch auch eine Ergänzung zu meinem Kollegen. Tatsächlich ist es ja so, dass fragen Sie doch mal in Ihrem Bekanntenkreis, die nicht wissen, wie tief Sie in diesem Thema verstrickt sind, aus Spaß mal, wie viel Kilowattstunden der Haushalt verbraucht. Das weiß ja keiner. Nee. Das wissen immer erst die Leute, wenn wir kommen. Es weiß auch niemand, wie viel Wasser verbraucht wird. So gut beschäftigen wir uns mit der Energie. Ja? Die letzte Grafik habe ich eigentlich für ein Wissing rausgesucht. Herr Schlesinger, Sie haben das Schlusswort. Und hier sieht man eigentlich sehr schön, die Produktion von Erneuerbarer steigt. Und hier sehen Sie auch gleichzeitig, wir haben über die Veränderung des Kraftwerksparks gesprochen. Sie sehen das große Angebot von Erneuerbaren. Wir haben Lauf- und Speicherwasser, wir haben Photovoltaik, Windkraft onshore, Biomasse, Windkraft offshore. Das heißt, in der gesamten Kombination fahren diese verschiedenen Energieträger, die erneuerbar sind, das ganze System irgendwann von alleine. Das ist richtig, genau. Das ist die Zukunft. Und auch wenn man vor 10 Jahren noch geglaubt hat, dass es technisch nicht möglich ist, ist es sehr wohl möglich. Und was wir hier auch sehen, ist, die unterschiedlichen Bausteine greifen ineinander. Das Beispiel Windkraft offshore finde ich immer ganz interessant. Das ist im Grunde genommen ein nachhaltiges Segment, wird aber im Wesentlichen bedient durch die jetzigen Stromversorger. Das ist sozusagen die alte Logik. Das sind große Parks, die können also auch Stromversorger in diesem Segment sehr gut führen. Das kennen Sie sozusagen aus Ihrer alten Logik. Und das wird hier dann auch eingebunden. Und das finde ich im Ergebnis hochspannend und Sie haben vollkommen recht. Das ist die Zukunft und so wird es kommen. Autark der Talk. Wie sieht unsere Energieversorgung im Jahr 2040 aus? Das war der erste Teil unserer Diskussion. Es folgt die zweite Sendung, dann mit dem Thema, wie verändert sich der Markt? Was machen die alten Konzerne? Und warum bremst der Staat? Ein bisschen haben wir schon angesprochen. Wir müssen auch hier im Studio direkt was verändern. Liebe Studioregie, ich muss mit euch ein bisschen schimpfen. Ja? Also Herr Wissing war am besten ausgeleuchtet. Der sah viel besser aus als ich. Überhaupt ist mir die Dreiergruppe hier vorne viel zu gut optisch weggekommen. Also ihr müsst mehr Licht auf mich setzen, denn darauf kommt es dann an. Vielen Dank hier im Studio. Ich fand, wir haben das gut gemacht. Wir waren eine muntere Runde. Bis zum nächsten Mal. Das war Autark, der Talk.